Ich bin heute in mein Toilet Tower Defense Inventar gegangen und habe angefangen, aus Versehen alle meine Units zu löschen. Und wir haben heute 2 Stunden Zeit, um uns wieder OP-Units zu erfarmen. Ziel ist es, dass wir uns ein richtig gutes Team zusammenstellen, mit dem wir den Endless-Modus bis Welle 50 durchspielen können. Fangen wir direkt an, Leute. Equippen wir erstmal mit Speaker Man. Dann würde ich erstmal sagen, Leute, wir sollten erstmal versuchen, uns ein paar Gems zu verdienen, indem wir nochmal 5 weitere Units sammeln. Dann kriegen wir erstmal 20 Gems. Und mit 20 Gems sollten wir uns eigentlich schon eine gute Unit kaufen können. Ansonsten werden wir einfach die ganz alte Methode benutzen, in der wir einfach den Nightmare-Modus mit durchgehendem Autoskip spielen, ohne irgendwie versuchen zu wollen, zu gewinnen. Oder irgendwie sowas in der Art. Das heißt, wir lassen jetzt erstmal alle Toilets hier aber durchlaufen und platzieren dann erstmal 5 Basic Speaker-Mans, weil wir dann erstmal schon unsere ersten 20 Gems bekommen. Wir nehmen sogar die Toilets hoch, ist eigentlich auch ganz gut für eine andere Quest. Problem ist halt, die andere Quest, wo wir 1000 Toilets hochnehmen müssen, gibt uns leider nur 5 Gems, deswegen die lohnt sich nicht wirklich. Auch ein Problem, was wir haben, ist halt leider wirklich, dass wir kein Event gerade haben. Hätten wir doch ein Event, hätten wir eine ziemlich einfache Methode, um erstmal schnell neue und gute, vor allem Units zusammenzusammeln. Haben wir leider nicht, aber wir haben trotzdem noch den Marketplace und der Marketplace ist halt trotzdem das Wichtigste an dieser Methode. Denn ohne Marketplace könnten wir es vergessen. Da haben wir auch schon verloren. 70 Coins haben wir bekommen. Das ist nicht wirklich viel. Aber hochgerechnet wären es ja pro Stunde trotzdem dann wahrscheinlich erstmal. So 1400 Coins wäre trotzdem nicht viel. Aber was soll man machen, wenn man ein Noob ist? Wir haben nicht mal genug Coins, um uns überhaupt ein Summon zu kaufen. Das ist sehr, sehr schade. Dafür haben wir aber nicht das Achievement geschafft. Und nein, ich check das erst jetzt. Da steht, ich soll summonen und nicht Units platzieren. Ach mein Gott, bin ich das. Egal, wir gehen da trotzdem zur Trading Plaza und versuchen dann halt eben, uns irgendein Item geschenkt bekommen zu lassen. Denn manchmal gibt es ja auch erstmal bei Marketplace, wenn wir auf Lowest Price gehen, irgendeine Unit für 0 Gems. Gerade nur für einen Gem, was nicht gut ist. Wir könnten theoretisch auch, wenn wir 5 Gems hätten, eine Microwave Man kaufen, was eine sehr starke Starter-Unit wäre. Problem ist aber, wir haben gar kein Gem. Wir traden mal einfach ein paar Leute an und fragen die, ob mir die irgendeine Unit schenken können. Oh mein Gott, der schenkt mir einfach einen Large Bunny Man. Let's go! Das ist sogar eine wirklich gute Starter-Unit, muss man ehrlich sagen. Also mit der könnten wir sogar, glaube ich, mindestens Medium, vielleicht sogar den Hard-Modus durchspielen. Frage ist, ob wir den verkauft bekommen. Ding ist halt, 4 Gems kostet er hier. Und wir sehen, für 2 Gems würden wir Microwave Man bekommen, der auf jeden Fall besser ist. Deswegen, ich packe den mal für 3 Gems rein. Währenddessen versuche ich mal weiter bei Leuten zu betteln. Let's go! Jetzt habe ich hier erstmal 5 weitere Units. Wenn wir die für 5 Gems insgesamt verkauft bekommen könnten, das wäre ja insane. Warte mal, ich werfe die alle für einen Gem rein. Vielleicht werden ja die erstmal gekauft. Wenn die wirklich für einen Gem gekauft werden, das ist mehr als gut genug für uns. Denn wir brauchen halt wirklich nur 2 Gems für den Microwave Man. Oh, okay, da gibt mir erstmal 2 Gems für erstmal diese 3 Units. Ich finde, das geht komplett fit. Da haben wir auch unsere 2 Gems. Oh, den Rocket Cameraman für 0 Gems. Nice! Und nein, der Microwave Man für 2 Gems wurde schon gekauft. Wir haben aber trotzdem erstmal einen Rocket Cameraman für 0 Gems wegsnipen können. Da nochmal ein Car Speaker Man. Nein, ich wurde gescampt! Ich wurde gescampt! Der Typ hat mich einfach um einen Gem gescampt. Bro, warum tust du mir das an? Warum tust du mir das an? Der macht das gleiche mit der... Obwohl, nee, jetzt habe ich erstmal abgekauft. Ich wollte gerade sagen, der macht das gleiche mit der Camera Woman. Aber da hat er verkackt. Da habe ich das ihm abkaufen können. Ey, der hat mich einfach hochgenommen. Oh mein Gott, was eine Ehre, Mann. Der gibt mir sogar eine Microwave Man. Ey, das ist insane. Wirklich. Was ich da alles einfach von den Toilet Tower Defense Spielern geschenkt bekomme. Das ist zwar natürlich Trash für die. Das kann ich komplett nachvollziehen. Das wäre ja auch Trash für mich. Aber das ist ja insane, was die mir alle schenken. Und da würde für einen Gem all diese 3 Units verkauft. Okay, das ist gut, weil Minigun Camera Woman kriegen wir safe mehr als einen Gem. Die Frage ist, was ist denn als nächstes theoretisch machbar? Denn viel haben wir jetzt ehrlich gesagt nicht. Wir haben Large Bunny Cameraman, der ist so vielleicht 3 Gems wert. Minigun Camera Woman, ich denke mal so 20, 19 Gems. Microwave Man sind so 5 Gems. Deswegen vielleicht sollten wir sogar jetzt mal eine Runde probieren zu spielen. Yo! 5 Microwave Mans, 9 Ohio Cameramans. Also wirklich, Shoutout an Naruto Dirt an der Stelle. Dankeschön. Let's go, das ist doch nice. Was? 500 Gems. Also wirklich, Shoutout an T-Mount für diese 500 Gems. Das ist ja richtig wild. Damit können wir ja ordentlich schon mal was machen. Mal gucken, was können wir denn mit den 500 Gems so kaufen? Oh, Mewing TV Man. Das wäre schon sehr wild. Leprechaun Cameraman. Auch eine extrem OP Unit. Center TV Man, stimmt. Wisst ihr was? Ich suche mal nach einem Server, wo wir einen Center TV
Yemen für unter 200 Gems finden. Wenn ich einen finde, wäre das ja sehr nice, weil ich glaube, den könnte man für unter 200 Gems finden. Wäre auf jeden Fall sehr, sehr wild, wenn ja. Weil dann könnten wir uns wirklich den Center TV Man holen. Okay, 210 Gems ist nicht so viel, aber nee, lieber nicht. Und zu dem Center TV Man nochmal. Dazu nochmal einen Toxic Upgrade Titan Cameraman, den wir auch erstmal uns für 45 Gems gekauft haben. Das heißt, wir haben jetzt erstmal Toxic Upgrade Titan Cameraman, Microwave Man. Als nächste Unit bräuchten wir entweder einen Medic oder den Lucky Speaker Man. Und ich sehe hier beide. Ich glaube, ich kaufe mir lieber einen Medic, ehrlich gesagt. Ne, für 10 Gems. Also ich hole ich mir lieber, wenn die gleich teuer sind, einen Medic. Dazu nochmal einen DJ Speaker Man. Für 10 Gems ist ein bisschen teuer. Vielleicht suchen wir den auf einem anderen Server. Weil die können wir locker auch für 5 Gems finden. Ich glaube sogar, wir können vielleicht für 15 Gems nur einen Announcer finden, der sogar besser ist. 207 Gems Center TV, mein Wissen, was wir holen den einfach. Ich weiß nicht, ob man den billiger bekommt. Sieht ehrlich gesagt nicht so aus, leider Gottes. Und 18 Gems Announcer Cameraman nehme ich auch gerne mit, denn er ist 20 Gems wert. Und nein, der wird nicht gekauft. Verdammt. Warum will wohl doch einen neuen Server? Omium TV mehr für 99 Gems. Let's go, den gönnen wir uns erstmal. Nein, der wird nicht verkauft. Warum werden die nicht verkauft? Egal, 100 Gems ist auch gut genug für mich, weil so teuer, beziehungsweise so billig, findet man den nicht. Und der ist auf jeden Fall viel besser als der Microwave Man. So viel steht fest. Das heißt, zum Schluss brauchen wir wirklich nur noch einen Announcer. 15 Gems, let's go, den gönnen wir uns. Perfekt, den haben wir auch direkt bekommen. Heißt, wir haben ein echt gutes Team und sogar noch 120 Gems übrig. Können wir uns mit den Gems irgendwas holen? Theoretisch ja, aber keine Units, die wir wirklich brauchen. Deswegen würde ich tatsächlich sagen, wir lassen es einfach sein und spielen erstmal unsere erste Runde Nightmare durch. Ich denke aber, dass dieses Team gut genug sein wird für durchgehend Autoskip bis Welle 50 im Endless Mode. Also wirklich ehrenhaft für den ganzen tollen Tower Defense Spielern, die mir einfach 500 Gems und richtig viele Units geschenkt haben. Shoutouts gehen an alle von denen raus. Nehmen wir Nightmare aus. Man, Autoskip natürlich an, denn wir haben wirklich gute Units. Also ohne Spaß. Also nach der halben Stunde spielen, so krass Units zu bekommen, ist insane. Aber wäre auch ohne die Community nicht machbar, sage ich so, wie es ist. Also wirklich danke an jeden, der mir gerade irgendwas geschenkt hat. Das ist ja insane. Ich würde sagen, wir fangen erstmal an, alle Center TV-Man zu platzieren. Und das ist auch die erste Welle an Toilets einfach durchlaufen. Wir platzieren jetzt erstmal den Center TV-Man. Und das Ding ist halt, wir haben eigentlich schon ein extrem gutes Team. Die einzigen beiden, bzw. eigentlich die einzigen drei Sachen, die dieses Team besser machen würde für, als Beispiel, den Endless-Modus wäre Nummer 1 durch der DJ TV-Man, aber den kriegen wir auf jeden Fall nicht hin, der ist viel zu teuer. Dann nochmal den Speaker Repair Drone anstelle von dem Medic und zum Schluss nochmal den Astro Upgrade Titan Cameraman. Aber so haben wir auch ein echt gutes Team tatsächlich. Ich meine, wir haben Slowing, zwar kein krasses Slowing wie beim Astro, trotzdem aber schon ein starkes Slowing, 15% sind schon gut. Dazu haben wir nochmal eine Booster-Unit, die super wichtig ist, den Mewing TV-Man, der eben stunnen kann. Und dann, wie gesagt, die beste Money-Unit im Spiel. Also eigentlich haben wir ein echt gutes Team. Können sogar gleich, nachdem wir erstmal diese Runde gewonnen haben, versuchen, den Endless-Mode zu schaffen. Beziehungsweise bis Welle 200 es zu schaffen. Und nein, wir wurden gestunt, verdammt. Aber selbst das Stun war gar kein Problem. Das ist echt cool. Also ich feiere wirklich den Mewing TV-Man, weil er halt wirklich einfach eine starke Starter-Unit ist. Der ist ein bisschen teuer, muss man zugeben. Trotzdem aber ist er echt stark. Ich würde außerdem sagen, weil wir eben gestunt wurden, upgraden wir den erstmal ein bisschen weiter, damit er eine bessere Range hat. Weil wenn er erstmal schon hier die ganzen Toilets hochnehmen kann, heißt das auch, dass er die gesamten Toilets stunnen kann. Wir haben den einmal upgraded. Seine Range ist schon stark, würde ich sagen. Wir upgraden gleich als nächstes, außer wir kriegen Probleme, weiter die Center TV-Mans. Und sieht ein bisschen kritisch aus, aber noch machbar. Ja, absolut machbar. Vor allem, weil wir eben nicht gestunt wurden. Wären wir gestunt worden, wäre das ein bisschen kritischer gewesen. Also bei der Minigun-Toilet kann es schon kritisch werden. Ich glaube, selbst die Minigun-Toilet werden wir hochnehmen. Wobei, okay, die hat 14.000 Leben. Genauso wie die Mutant-Toilet, nur dass sie eben uns stunnen kann. Ich behalte mal $300 auf der Hand, damit wir einen Medic platzieren können im Fall der Fälle. Denn ich will natürlich nicht gestunt werden. Und die Jetpack Police Toilet. Ah, okay, wir wurden gestunt. Wir platzieren einen Medic. Let's go, heil den doch. Oh mein Gott, wir wurden direkt wieder gestunt. Ehrenlose Minigun-Toilet. Wir müssen wirklich jetzt nächstes den Mutant TV Man auf Level 3 upgraden. Ansonsten ist vorbei. Oh, die Jetpack Toilet, bitte werd gestunt. Okay, die wurde nicht gestunt. Werd gestunt. Nein, wir wurden gestunt. Das ist sehr schlecht. Komm schon, stun sie, stun sie, stun sie. Okay, sie wurde gestunt, sie wurde gestunt. Let's go, komm schon, noch ein bisschen noch, Wir haben es geschafft. Jetpack Toilet wurde hochgenommen, Leute. Sehr, sehr wichtig. Upgraden wir darauf in diesen Mewing TV Man. Macht erstmal ein DPS von 4000 Damage plus nochmal. Hat eine höhere Range, was sehr, sehr wichtig ist. Heißt, er wird doch erstmal die gesamten Toilets einfacher stunnen können, weil er eben einen höheren DPS hat. Das ist eigentlich sogar das Wichtigste für uns. Weil das Wichtigste ist eigentlich für uns erstmal, die Center TV Mans weiter zu maxen. Ah, okay, die Airplane Toilet kommt schon weit. Das gefällt
gefällt mir nicht. Bitte stunnen Sie, bitte stunnen Sie, bitte stunnen Sie. Lass sie nicht durchlaufen. Nein, er lässt sie durchlaufen. Ja gut, der Mio-TV-Man ist nicht so stark, wie ich dachte. Und nein, die kommt wirklich ans Ende. Überleben wir das? Bitte sag mir, dass wir das überleben. Wir haben verloren. Ich habe ehrlich gesagt einfach auch wirklich nur schlecht gespielt, weil eigentlich ist es machbar. Okay, Leute, ich habe es nochmal probiert, aber diesmal mit dem Unterschied, dass ich den Toxic Upgrade Titan Cameraman viel früher platziert habe. Und es hat tatsächlich funktioniert. Also ich habe den wirklich aber gar nicht platziert. Das war das Problem. Ich hätte ihn einfach wirklich früher platzieren sollen, denn mir ist das nicht mal bewusst gewesen. Aber er hat von Anfang an sein Slowing. Das wusste ich gar nicht. Ich dachte, man muss ihn erstmal upgraden, damit er sein Slowing bekommt. Wie beim Astro Upgrade Titan Cameraman. Aber nein, der hat ja von Anfang an sein Slowing. Nur ist halt sein Slowing nicht so hoch wie beim Astro. Und er hat auch erstmal Afterburn Damage mit seiner Säure. Deswegen, ich habe den wirklich eigentlich auch wieder komplett unterschätzt. Oder auch verschätzt, wie er überhaupt funktioniert. Ja, der ist echt stark. Aber maxen wir erstmal darauf für die Sender TV Mans alle. Und dann machen wir erstmal eine Armee auf mit nur Mewing TV Mans und Toxic Upgrade Titan Cameramans. Denn wir sollten auch trotzdem auf der gesamten Map Mewing TV Mans stehen haben, weil die eben auch stunnen können. Nur der hohe DPS vom Toxic Upgrade Titan Cameraman ist zwar schön, aber auch hier zwei weitere Mewing TV Mans wären auch sehr, sehr nice, die eben Toilets stunnen können. Jetzt haben wir auch erstmal den Mewing TV Man gemaxt. Da hätte jetzt mal gerade drei Toilets gleichzeitig gestunt. Das gefällt mir. Jetzt ist auch der Toxic Upgrade Titan Cameraman auf Level 5. Noch ein Upgrade und dann ist ja, glaube ich, auch gemaxt, wenn ich jetzt nicht falsch liege. Maxen wir den jetzt? Genau, maxen wir jetzt erstmal. Toxic Upgrade Titan Cameraman. Machen wir weiter, indem ich hier vorne erstmal den Mewing TV Man platzieren. Den maxen und das machen wir die ganze Zeit so weiter, bis wir nicht mehr gestunt werden. Eigentlich wollte ich sagen, bis wir gewonnen haben. Welle 50 ist erreicht, Leute. Das nach nicht mal einer Stunde spielen, den Nightmare-Modus schaffen, ist schon krass, bin ich ehrlich. Das ist auch die Giant Smooth Toilet. Ja, die werden wir easy hochnehmen, gar kein Problem. Die wurde jetzt sogar schon gestunt vom Sigma TV, man. Das ist schon wild. So, die gesamten Toilets hier, die greifen uns zwar an, aber die sind gar kein Problem. Schau ich auch gleich an, sobald die Dual Claws Laser Toilet weg ist, wie schnell die Giant Smooth Toilet hochgenommen wird. Und ach du meine Güte, geht das schnell. Die wird sogar gestunt. Oh gut, wir haben gewonnen, Leute. Nach nicht mal einer Stunde spielen. Ich würde sagen, ich werde die nächste Stunde weiter in den Nightmare-Modus durchspielen, aber diesmal mit einem Coin-Boost. Und sobald wir dann erstmal genug zusammengesammelt haben, versuchen wir erstmal, so viele Crates wie möglich zu öffnen für den Upgraded Titan Cinema Man. Ich habe dafür für die nächste Stunde 5 Runden Nightmare gespielt, bis wir uns über 12.000 Coins zusammengesammelt haben. Ich würde dann sagen, wir gönnen uns erstmal einen Luck-Boost, gehen erstmal zum Summon Station und kaufen uns erstmal 10 Mythic Crates. Auch wenn wir nur eine Chance von 0,45% haben, werden wir halt eben nicht 8 Upgraded Mac Cameramans ziehen. Die kriegen, wenn wir Glück haben, vielleicht 2 oder so. Das lohnt sich halt eben nicht, wenn wir 8 brauchen für einen Upgraded Titan Silverman. Deswegen würde ich sagen, der Countdown ist zu Ende. Nee, wir werden noch ganz schnell erstmal unsere Spinner, wir haben nur Epics bekommen und Rares. Wir haben nicht mal ein Legendary bekommen. Wir haben wirklich kein Legendary bekommen. Was? Okay, nee, wir wurden gerade wirklich aber gescammt. Ach du meine Güte, wir wurden ja gerade richtig gescammt. Ich würde aber sagen, jetzt wo der Countdown zu Ende ist, versuchen wir mal mit unserem Team eine Runde Endless zu spielen. Ich bin gespannt, wie weit wir kommen werden. Ich weiß auf jeden Fall, mit dem Astro Upgrade Titan Cameraman wären wir easy Welle 100 geworden, wenn wir eben nicht mit durchgehend Autoskip spielen werden. Die Challenge ist aber, so weit zu kommen mit durchgehend Autoskip. Deswegen werden wir, glaube ich, bei weitem nicht Welle 100 erreichen. Ich denke mal, Welle 50 wird noch machbar sein. Mehr als Welle 50 werden wir, glaube ich, nicht erreichen. Aber jetzt, wo ich gerade nachdenke, es wäre viel schlauer gewesen, wenn wir doch die normalen Crates geöffnet hätten, dann die Mac Cameramans verkauft hätten, um uns erstmal einen Astro zu holen. Weil ich glaube, der Astro kostet nur 1000 Gems. War auf jeden Fall lost von mir, sage ich so, wie es ist. Aber egal, dafür haben wir jetzt erstmal 8 Rocket Cameramans, die wir nicht brauchen. Sehr nice. So, wir passieren erstmal hier vorne den ersten Mewing TV Man. Dann passieren wir später nochmal einen zweiten hier hin. Der Mewing TV Man ist halt wegen seiner Stun-Fähigkeit extrem wichtig für den Endless-Modus. So, wir haben auch erstmal deswegen den Toxic Upgrade Titan Cameraman mitgenommen und nicht den Saw oder was weiß ich was. Weil er, auch wenn sein DPS nicht so gut ist im Vergleich zu anderen Units, er trotzdem erstmal Toilets verlangsamen kann. Und Toilets verlangsamen ist eben stärker als vielleicht 10.000 Damage pro Sekunde mehr. Wir haben außerdem jetzt erstmal alles Standard TV uns auf Level 3 geupgradet. Jetzt wird es erstmal Zeit für den Mewing TV Man auf Level 2. Obwohl, wisst ihr was, wir upgraden noch ein Standard TV Man auf Level 4, weil wir eh nicht genug Geld zusammengesammelt bekommen hätten. Bis zum nächsten Skip. So, konnten wir ein bisschen Geld noch extra verdienen. Ich glaube, $200 extra verdienen, das ist schon gut. Sage ich so, wie es ist. Und seine Range ist auf jeden Fall jetzt viel besser. Wir müssen aber, glaube ich, damit er überhaupt eine brauchbare Range hat, auf Level 4 upgraden, wenn ich jetzt nicht falsch liege. Und das auch schon die Large Glasses Toilet. Ja, ist easy. Kriegen wir easy hin. Kein Problem für uns. Und das auch schon die Large Glasses Toilet. Ich würde sagen, wir upgraden nochmal gleich den Mewing TV Man auf Level 3. Denn dann kriegt er erstmal seinen besseren Cooldown.
Cooldown, der super wichtig ist. Wobei wir die Large Classes heute sogar ziemlich easy hinbekommen. Wobei, was heißt easy? Wir kriegen die halt hin. Zwar nicht wirklich easy, aber wir kriegen die auf jeden Fall hin. Und jetzt würde ich tatsächlich sagen, es wird nicht Zeit, die MUNKTV mal weiter zu upgraden, sondern hier vorne einen Toxic Upgrade Titan Cameraman zu platzieren. Aber der hat gar keine Range auf Level 1. Wisst ihr was? Wir upgraden den Toxic Brecher erstmal auf Level 3, bevor wir weiter die Center TV Mans upgraden. Denn ein Slowing und plus nochmal Burn Damage, den er ja auch macht, hier vorne ist schon sehr, sehr brauchbar. Jetzt haben wir den auch erstmal auf Level 2 upgraded und nein! Wir müssen den auf Level 3 upgraden, damit seine Range gut wird. Ja, das ist ein bisschen schade. Damit wir erstmal Beutesäulen bekommen, müssen wir den wirklich auf Level 3 upgraden. Das ist wirklich schade. Weil das bedeutet, dass wir vorübergehend zumindest weniger Geld bekommen. Aber jetzt haben wir auch endlich erstmal Toilet Slowing hier vorne. Und das ist wirklich super wichtig. Und der MUNKTV wurde gerade sogar gestunt. Aber das wird jetzt wirklich kein Problem sein. Also wirklich. Dieser Burn Damage ist zwar ganz stabil, aber jetzt auch nicht so stark. Das Wichtige ist halt wirklich nur, dass er eben mit seiner Säure verlangsamen kann. Deswegen habe ich ihn ja, wie gesagt, genommen, anstelle von zum Beispiel dem Upgrade Titan Cameraman, der ja auch stärker ist als der Toxic Upgrade Titan Cameraman, nur halt eben nicht verlangsamen kann. Wobei, okay, der kann verlangsamen mit seinem Feuer, aber nicht so effektiv wie der Toxic Upgrade Titan Cameraman. Das war schon die Mutant Toilet 2.0. Die kriegen wir auch easy hin. Da ist die ist ja voll schnell. Ich dachte, die braucht jetzt irgendwie 1000 Jahre, um herzukommen, aber nein, die ist ja voll schnell. Okay, wild. Jetzt haben wir auch außerdem alle Center TV auf Level 7 geupgradet und die hat schon 70k Leben verloren, nur in diesem kleinen Bereich hier. Also die wird gar kein Problem sein. Jetzt sehen wir außerdem neben ihm erstmal den MUNKTV, man. Einfach nur jetzt schon mal, weil der ist eh nicht teuer. Werden wir zwar, wie gesagt, noch nicht maxen, weil das Maxen ist ja das Teure an ihm. Aber gleich sobald wir alle Center TV Mans gemaxt haben, werden wir auch ihn erstmal maxen, weil noch brauchen wir das nicht. Wirklich, der Toxic Upgrade Titan Cameraman ist stark genug. Jetzt haben wir auch den letzten Center TV Man gemaxt. Jetzt wird es Zeit für entweder den MUNKTV Man oder den Toxic Upgrade Titan Cameraman. Ich würde tatsächlich sagen, den Toxic Upgrade Titan Cameraman. Denn auch wenn die Stun-Möglichkeit für MUNKTV Man extrem wichtig ist, würde ich sagen, für den Anfang ist es trotzdem besser, wenn wir einen gemaxten Toxic Upgrade Titan Cameraman haben, weil wir dann eben mehr Slowing haben. Und das Slowing lohnt sich für den Anfang, würde ich sagen, mehr als das Stunnen. Deswegen maxen wir den erstmal und danach beide MUNKTV Mans. Jetzt haben wir den auch erstmal gemaxt, super wichtig. Und dann können wir dann erstmal hier diesen MUNKTV Man. Ganz einfach, warum? Weil er dann erstmal hier die vorne stunnen kann. Und lieber stunne ich die Toilets hier schon, als erst so später dorthin, wo wir eben kaum Range mit unserem Toxic Upgrade Titan Cameraman haben. Außerdem macht das eh keinen Unterschied für den Anfang, muss man doch ehrlich sagen. Jetzt haben wir aber erstmal den hier gemaxt und dort erstmal die Flying Duels Buster Toilet. Die Frage ist, wird sie gestunt oder wird sie... Die wurde gestunt. Ich will gerade sagen, wird sie nur geslowt oder wird sie gestunt? Und oh mein Gott, stand die da ewig. Nochmal gestunt. Ey, keine Chance. Guck, deswegen habe ich den ersten MUNKTV-Man, der hier vorne steht, direkt von Anfang an gemaxt. Anstelle von dem hinteren. Ey, die Buster Toilet hat ja gar keine Chance gehabt. Egal, jetzt haben wir nochmal den hinteren gemaxt. Jetzt haben wir fast die ganze Fläche bis auf diese Ecke dorthin komplett gestunt, was sehr, sehr nice ist. Als nächstes platziere ich kurz in diese Ecke, in den Announcer rein, maxe den, damit ich auch weiß, wo ich die gesamten Toxic Upgrade Titan Cameramans platzieren soll. So, wir platzieren hier erstmal einen weiteren. Den maxen wir auch als nächstes. Und dann platzieren wir erstmal weitere generell um diesen Announcer herum. Die Glitchstelle wird auch komplett zerberstet. Die ist jetzt schon vorbei. Ich habe außerdem alle Toxic Upgrade Titan Cameramans, die ich platzieren kann, in dem Radio schon mal platziert. Jetzt müssen wir die nur noch eigentlich upgraden. Aber ich muss auch sagen, die Toilets kommen langsam schon weit. Also ich wüsste jetzt ehrlich gesagt echt nicht, was wir ohne die MUNKTV-Mans machen würden. Weil der Toilet-Slowing ist zwar schon stark, aber dass Units auch gestunt werden und auch mehrere gleichzeitig gestunt werden, ist halt mega wichtig. Was soll man machen? Und die Laser-Scientist-Toilet kommt auch extrem weit, wurde aber immerhin gestunt. Also immerhin eine Sache. Die hat uns zum Glück nicht komplett hochgenommen. Und das ist ja, was ich meine. Die Toilets kommen zwar schon weit, aber ich denke, wir können tatsächlich noch den Welle 50 Boss schaffen. Ich glaube, nach Welle 50 wird draus nichts mehr mit durchgehendem Autoskip. Ohne durchgehendem Autoskip könnten wir safe noch bis, ich würde schon sagen, Welle 70 kommen. Ich glaube, Welle 70 bis 80 sind noch machbar. Aber Welle 100 würden wir, glaube ich, trotzdem nicht mit manuellem Skippen kommen, sage ich ehrlich. Denn auch wenn Toilet Slowing stark ist, 25% sind nicht so viel. Wie gesagt, wir kommen ja nur mit dem Astro so weit, weil er eben 60% Verlangsamkeit hat. Und ich meine, ihr wisst das wahrscheinlich alle mittlerweile, aber ab Welle 90 wird das wirklich hart. Aber da haben wir auch schon die Giant Smooth Toilet. Wenn wir das schaffen, dann wäre das wirklich crazy. Mit durchgehenden Autoskip Welle 50 zu schaffen, wäre wirklich richtig gut. Vor allem mit diesem Team, das ist zwar schon stabil, das Team. Das sind so locker 1000 Gems. Wobei, okay, nee, das sind nicht 1000 Gems. Das sind vielleicht so 500 Gems. Sagen wir sogar 300 bis 400 Gems. Aber trotzdem, das wäre trotzdem insane. Und ich glaube, wir können das tatsächlich packen. Ne, Giant Smooth Toilet ist gar nicht mal bei der Hälfte vorbei. Trotzdem ist sie schon fast komplett weg. Und Tatsache, Leute, unter einer Million Leben und gleich
Bereich ist ja auch schon besiegt worden. Dabei kamen die nur bis hier vorne hin. Wir können, glaube ich, sogar wirklich Welle 60 schauen. Ey, das wäre krank, wenn wir das hinbekommen würden. Wobei, okay, die Scientist-Turtles haben echt viele Leben. Wir probieren mal unser Bestes. Aber Welle 60 wäre komplett krank. Welle 50 war ja auch schon wild. Aber ey, wir kommen wirklich weit. Wir sind jetzt schon Welle 54. Und es sieht tatsächlich ziemlich gut aus. Deswegen, es könnte machbar sein. Das ist auch schon die Scientist-Toilette. Die brennen schön. Problem ist halt wirklich, der Mutant-TV-Man hier vorne hat eigentlich keinen Medic. Ich würde tatsächlich sagen, boah, wir müssten eigentlich den Center-TV-Man verkaufen. Weil, nee, wir verkaufen einfach mal einen Toxic Upgrade Titan Cameraman, der eben nicht gemaxed oder aufgelevelt wurde. Und platziere dann erstmal für den Mutant-TV-Man den Medic. Weil, ohne Medic ist es halt wirklich schwer. Wir brauchen ja trotzdem seine Stunts. Auch wenn er nicht viel Damage macht, wir brauchen halt seine Stunts. Und ohne Stun wird halt kritisch, sage ich ehrlich. Deswegen lieber erstmal den hier mit einem Medic buffen, als einen weiteren unnötig stehen lassen. Aber wir kommen auch gleich schon zu dem Punkt, wo wir Center TV-Mans verkaufen müssen. Jetzt haben wir eine weitere gemaxed und wir sind Welle 60. Das sollte doch machbar sein. Ich verkaufe mal zur Sicherheit einen Center TV-Man, weil wir können sowieso keine neuen Units mehr platzieren, außer wir löschen neue Units. Platzieren erstmal hier vorne den Toxic Upgrade Titan Cameraman, damit auch die Toilets hier vorne verlangsamen kann. Vor Skeleton Toilet. Ey, bitte sag mir, dass wir es hinbekommen. Wir können es, glaube ich, sogar wirklich hinbekommen. Ja, wobei, die Toilets kommen schon weit. Wenn wir halt jetzt den Outskip ausmachen würden, würden wir es hinbekommen. Und was? Die Helmet Boss Toilet macht einfach ihren Schild an und wird dann unsterblich. Was soll denn das sein? Kein Wunder, dass sie uns hochnimmt. Also auf jeden Fall, ich kann zu 100% sagen, wenn wir jetzt Autoskip ausmachen würden, würden wir den Frostskeleton-Toilet hinbekommen. So wird ein bisschen kritisch wegen den Toilets hier vorne. Aber wir haben auch Splash Damage, das darf man nicht vergessen. Deswegen, wisst ihr was? Ich bin zuversichtlich. Wir kriegen die Frostskeleton-Toilet noch hin. Maxen wir den nächsten Toxic Upgrade Titan Cameraman. Verkaufen wir den nächsten Center TV Man. Und sollten wir jetzt eigentlich den Mutant TV Man platzieren? Eigentlich schon, oder? Der macht zwar nicht viel Damage dafür, aber. Was? Oh, ich wollte schon sagen, ne? Der Mutant TV Man wird die ganze Zeit weggeskullt, also weggeschädelt, aber der wird noch gleichzeitig geheilt. Ich dachte gerade, der wird da nicht mehr geheilt. Ich wollte schon sagen, das wäre richtig ehrenlos gewesen. Aber hier ist auch schon die Frostskeleton-Toilet und naja, die hat immer noch 10 Millionen Leben, was echt viel ist. Also wirklich, der durchgehende Autoskip zerfetzt uns schon sehr, sehr hart, bin ich ehrlich. Das ist außerdem erstmal den letzten Center-TV-Man verkaufen, wenn er endlich aufwachen würde. Was er aber nicht möchte. Hallo, wach auf! Jetzt endlich, oh mein Gott, dann verkaufen wir den und platzieren erstmal hier in der Range von einem Medic am besten einen weiteren Toxic Upgrade Titan Cameraman hin und versuchen, den so schnell es geht zu maxen. Ding ist halt 7,5 Millionen Leben. Es sollte eigentlich machbar sein, die Frostskeleton Toilet noch hinzubekommen. Problem ist halt nur, dass er die ganze Zeit überholt wird. Deswegen haben leider unsere gesamten Toxic Upgrade Titan Cameramans keinen Fokus auf ihn. Jetzt ist er noch aus der Range. Uiuiui, okay. Ja, wir müssten eigentlich... Wir haben verloren wegen der Glitch Toilet. Warte, was? Oh mein Gott, wir wurden einfach hochgenommen von der Glitch Toilet. 63 Wellen. Also ich kann so viel sagen, wir hätten es hinbekommen, hätten wir den Autoskip durchgemacht. Ich meine, hier oben steht ja auch Welle 69. Aber unser Kryptonit war halt wirklich der Autoskip. Und das halt eben, weil die ganze Zeit neue Toilets kamen, die eben unsere Units, eben auch die Boss-Toilet, nicht fokussiert hochnehmen konnten. Aber trotzdem mit 63 Wellen zu schaffen, auch wenn wir den Boss nicht geschafft haben, mit durchgehendem Autoskip ist trotzdem insane. Schaut euch dann nochmal das Video an, wo ich das Todesglücksrad alles entscheiden lasse in Toilet Tower Defense. In dem Video habe ich nämlich nicht nur meine Units im Glücksrad überlassen, sondern auch noch den Schwierigkeitsgrad. Und ich kann euch so, wie es ist, sagen, Leute, einige Runden waren echt schwer. Deswegen, Leute, klickt auf das Video und viel Spaß euch noch.